Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier Neues haben, ne? Wir haben ja anscheinend noch ein paar neue Waffen. Ich kann schon nicht mehr reden. Gerade den Part begonnen, aber schon nicht mehr in der Lage, vernünftige Sätze von mir zu geben. Sehr nice. Okay, das haben wir auch neu. Okay. Moment. Achso. Ja, lesen kann ich auch nicht mehr. Es wird heute echt super. Genau, hier haben wir Boomer. Ah. Ja, Montana. Ja, es ist Boomer. Es ist einfach Boomer. Ich meine, ich habe ihn sofort erkannt, ne? Das ist klar. Aber es ist einfach, ja, Boomer, ne? Achso. Ah, okay, da kriegen wir ihn her. So kriegen wir den Puma. Puma, ne? Ich glaube, es ist ein Puma. Interessant. Ich hätte es mir mal durchlesen können, aber wir sammeln die Artefakte ja sowieso. Genau. Das haben wir bei dem freigeschaltet. Hier haben wir noch nicht so viel freigeschaltet. Okay. Warum denn? Ah, okay. Das haben wir halt noch nicht gemacht, ne? Ja, wir sollten ihn öfter mal einsetzen. Was kannst du? Okay. Aha. Ah, okay. Wie kann ich das denn machen? Ich meine, der hat das immer selber gemacht. Ne, also, Guapo ist doch sehr selbstständig. Würde ich mal behaupten. Da jetzt diverse Amigos zu haben, die das halt nicht vollständig selber machen. Ja. Muss ich erstmal mit klarkommen. Dann wollen wir mal. Geronimo. Oh. Ja. Okay, jetzt sind es nur noch knapp über 100 Meter. Dem. Halte durch. Hi. Ne? Ach, warte mal. Okay, geht nicht. Ich wollte eigentlich gerade nachladen, aber. Also mit der Waffe dann die anderen Waffen. Aber ja, gut. Machen wir irgendwann mal. Bist du hier? Der ist hier irgendwo. Hier drinne? Oh. Hi. Entschuldigung. Willkommen bei Radio Libertad. Okay. Tessa hat das Internet gesperrt, also nehmen wir das Radio, um Libertad eine Stimme zu geben. Okay. Aber ja, das uraltes Netz macht mir einen Strich durch die Rechnung. Ach nein. Das ist von, was weiß ich, 1993. Was? Diese roten Antennenturm-Dinger in der Gegend senden das Signal. Bitte, aber was? Die meisten sind defekt oder zeigen in die falsche Richtung. Ich habe alles markiert, was repariert werden muss. Alter, willst du mich verarschen? Für unseren Traum? Wir geben Yara die Wahrheit, die es braucht. Ja, das ist in Ordnung. Willst du mich verarschen von 1993? Ja, hi. Und du sagst, es ist uralt. Netze sind uralt, weil die von 1993 sind. Soll ich mich jetzt beleidigt fühlen? Nachricht mit Giftsymbol, Kritzeleien. Erinnerst du dich noch, wie krass das Rockstar... Ja, Rockstar-Bier. Mhm. Das Star-Rocket-Bier war. Ja, dann habe ich schlechte Nachrichten, Kompai. Statt diesem Nektar der Hopfengötter wird die Brauerei jetzt auf Jahre jaranische Produkte der höchsten Qualität umstellen. In Tradition des Machgesser-Rums. Rums, ja, Rums. Aber das ist nur Marias PR-Gelaber. Hector wurde angestellt, um in der Rumbrennerei zu streichen. Und er meint, ihr bestes Zeug kommt aus den gleichen Fässern wie der Billigfusel. Am besten kauft man das selbstgebraute Bicho. Lass dich vorlaufen mit Freiheit, okay. Nee, wie gesagt, 1993 ist für dich uralt. Ich sag immer, ich bin alt, ne? Danke bitte für den Schrott. Aber so uralt bin ich auch wieder nicht, auch wenn meine Schwester das mal behauptet hat. Ist aber schon Jahre her.
Okay. Nee, da war. Sie ist halt 8 Jahre jünger als ich, ne? Und dann hat ihre Freundin, die kleine Schwester von meiner besten Freundin war, oder ist, hat sie dann mal gefragt, ja, wie alt ich denn sei. Ja, und ich habe dann gesagt, ich bin 21. Also zu dem Zeitpunkt war ich 21. Meine Schwester hat so rausgehauen, boah, wie alt! Als meine Schwester, die wissen müsste, dass ich. Egal. Also sie müsste eigentlich wissen, wie alt ich bin, aber irgendwie, ja. Ist ihr das wohl entgangen, dass ich 8 Jahre älter bin. Deswegen finde ich das ziemlich beleidigend, Bicho. Ich bin nicht uralt. Ich bin höchstens mittelalt. Ist ja gut. Die Tiere hier sind auch etwas nervös. Okay, da vorne soll es erstmal sein. Ach ja, stimmt, die Antenne, ne? Ich habe jetzt gar nicht so auf die Quest geachtet. Sondern nur, dass es eine Quest gibt und dass ich irgendwo hinlaufe. Ah ja, super. Natürlich werden die bewacht. Wir haben ja nichts Besseres zu tun, als nochmal Leute zu killen. Ne? Also. Okay. Hier nochmal hoch. Okay, Bicho. Was hast du für mich markiert? Das da, ne? Und hier werden Gegner sein. Der Binga. Die Soldaten stehen mir im Weg. Och. Sicher? Ich sehe aber nur einen. Oh. Ja. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Och ja, Boomer. Okay. Cuidado. No sabemos cuántos de esos gusanos hay por aquí. Attacke, boom, boom. Du schaffst das. Hi. Okay. Das ist der Offizier. Mehrere Leichen hier. Wenn du weißt, wer das war. Ja. Boom, boom, komm her! Dale! Geh nach oben! Ich will kommen! Was war das? Seht mal nach! Yes! Das muss man erstmal hinbekommen, ne? Na, lootest du? Oder lootest du? Ah. So wird gelootet. Ich verstehe. Dann brauchen wir bald unsere Krabbelpfoten nicht mehr, oder wie? Na, für hohe Dings denke ich schon. Für hohe Positionen. Aber ansonsten sollte das demnächst so möglich werden, ne? Ah ja, du hast sie auch schon gelootet. Sehr schön. Das gefällt mir. Hier liegen auch noch ein paar Sachen. Nehmen wir gerne mit. Hier ist aber nichts mehr drin, ne? Nee. So. Ach ja, da hinten sind nur Vögel. Flamingos. Okay. Ich hab's gesehen, dass da unten noch was ist. Okay, hier gibt's nichts mehr. Ups. Ach, hier geht's rein. Okay. Ich dachte, ich muss klettern. Da muss ich wahrscheinlich auch. Vargas? Okay. Kannst du meine Schicht morgen Nacht übernehmen? Es soll die klarste Nacht seit Ewigkeiten sein. Ich habe mit jemandem von der Relay-Station gesprochen, der einige Telemetriedaten gesehen hat und er meinte, dass der Mars komplett zu sehen sein müsste. Du schuldest mir noch was für das blöde Baseballspiel. Wenigstens zeugen meine Hobbys von intellektueller Neugier. Cardosa. Okay, also ich muss doch klettern. Ich dachte schon, dass wir hier irgendwie... Was?
Ach, lesen. Kulturministerium, Mediengenehmigungsvorschrift. Alle potenziellen Kanäle, Websites, Vorführungen, Aufführungen, Veranstaltungen müssen einen Antrag auf Inhaltsgenehmigung ausfüllen, darin enthalten Medienaufführungszielformulierungs- oder Zusammenfassung des Werks, Liste des Inhalts, der Inhalte, Namen und Adressen aller beteiligten Personen. Stream, Sendung, Screening, Veröffentlichung über genehmigte Regierungswebseiten, TV-Kanäle, Veranstaltungsorte. Keine unabhängigen externen Seitenkanäle erlaubt. Live-Aufführungen, Veranstaltungen müssen ein Vorsprechen, eine Werkschau beim Kulturministerium beantragen. Nach der Inhaltsgenehmigung online beantragen Sie eine Streaming-Lizenz und Webdomain. Radio beantragen Sie eine von der Regierung festgelegte Frequenz. Fernsehmaterial beantragen Sie eine Lizenz. Visuelle aufführungsbasierte Kunst bewerben Sie sich um eine Genehmigung. Vorsprechen, Vorführungen müssen ebenfalls genehmigt werden. Publikation, Druck, Artikel, Bücher, Essays, Geschichten, Gedichte, Veröffentlichung, Druck erfolgt bei staatlich genehmigten Verlagen, Zeitungen, Magazinen. Hinweis, das Kulturministerium ist Eigentümer aller Materialien, die im Antragsverfahren nach Erhalt geprüft werden. Ah ja, da fühle ich mich als Künstler ja richtig appreciated und so, ne? Oh. Ich muss doch nur hier interagieren, oder wie? Die Antenne hat Saft. Wir haben noch zwei. Ah, okay. Ich dachte, ich muss klettern. Ich kletter gleich trotzdem nochmal. Man weiß ja nie, was man da oben findet. Ich meine, wir sehen ja schon mal was da. Nee. Gucken wir mal. Also was zu holen gibt es definitiv. Ah, okay. Aber höher muss ich nicht, ne? Das ist in Ordnung. Oh Gott. Na gut. Eieiei. Fand ich am Vorgänger schon schlimm. So, hier war doch noch was, ne? Ich hab doch hier gerade noch ein Dings gesehen, Motorrad oder so. Also auf der Karte. Wo steht denn das? Ach, hier. Ach, Puma. Wieso müssen Hunde eigentlich immer im Weg laufen? Hab ich zu Hause auch immer. Solange Tricky hier ist, also die Schäferhündin meiner Eltern, die steht immer im Weg. Generell. Grundsätzlich. Also man... Egal, wo man hin will, immer irgendwie so, dass man nicht dran vorbeikommt. So. Dann wollen wir mal zu unserem Eistöpfchen. Ja. Was denn? War das deins? Dann tut's mir überhaupt nicht leid. Ist jetzt meins. Ich lasse es irgendwo stehen. Kannst du ja dann abholen. Eventuell. Ich bin mir noch nicht sicher. So, hier soll er sein, der Schrein. Gucken wir mal, ne? Ach ja, hier. Das ist ja so, Luvas. Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt weiter. Hier hin. Er schießt jetzt schon wieder. Meine Güte. Schon problematisch hier die Gegend, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ah ja, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Es tut mir leid. Nein, tut's eigentlich nicht. Warum lüge ich eigentlich? Wir wollen ja schließlich alle, dass ich die Sachen mitnehme, ne? Das war's nicht. Dann brauchen wir wenigstens nicht mehr wieder hier hin. Wenn ich es jetzt schon mitnehme, dann, ne? Brauchen wir es später nicht holen. Ne, Boomer? Ja, das da links ist ja nur so eine, Kiste mit... Sag schon. Hier diese für unseren Raketenwerfer und sowas, ne? Das brauchen wir ja nicht, da haben wir momentan noch genug. Oh. Nein! Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte eigentlich nur das Waffenrad. Ich wollte das hier machen, aber irgendwie... Habe ich irgendwie, ja.
Hätte ich eigentlich treffen müssen, aber gut. Was war das denn jetzt? Komm mal her. Hier brennt es! Ja, ich weiß. Achso, cool. Heute mal wieder sehr super. Sehr souverän. Apropos improvisieren. Okay, Bicho. Was? Was hast du markiert? Wie? Bitte was? Bicho, ich bin bei den Wohnungen. Improvisation zur Kunstform erhoben. Sie haben das Stromnetz angezapft, aber eine ihrer Schaltungen ist durchgebrannt. Okay. Das unterbricht die Stromzufuhr zu einer meiner Antennen. Danke. Geh aufs Dach und finde sie, por favor. Ja, ja. Folge meinem blauen Graffiti bis zum Kontrollraum da oben. Er ist verschlossen, aber das hat dich noch nie aufgehalten, oder? Noch nie, Bicho. Nee, nicht Scheiße, wirklich. Ja! Radio Libertad wird Jahre mit der Wahrheit erleuchten. Mach das. Ich bin hier nur am Klettern. Ach, hier hätten wir auch hochgekonnt, ne? Mit, hier mit unserem Enterhaken. Ach, da ist er schon. So. Kein Strom. Ich muss mir die Kabel da oben ansehen. Was? Ach so, hier. Verschlossen. Einmal hoch. Nee, so nicht. Ach, warte mal. Ja, ja, ist in Ordnung. Dann verschlossen. Ach so. So läuft der Hase. Dann kommen wir auch hier rein. Da ist der Fehler. Ja. Oh, warte mal. Wir sollen... Okay, wir sollen mal wieder reparieren. In Anführungsstrichen. Esperanza, mach dich bereit für Radio Libertad. Ja. Noch ein Ton. Mhm. Radio so Libertad was hier meint. Loslegen. Hier ist noch sowas. Okay. Ich gucke mal. Hat der Nase juckt? Guckst du hier nicht hoch? Okay. Genau, und da ist der Enterhaken-Punkt. Moment. Momentchen. Jetzt ernsthaft? Kommen wir da nicht hoch? Schade. Warte mal, aber hier sind wir hochgekommen. Ja. Schade. Alpha-Wand anscheinend. Na dann. Da war aber eigentlich keine Alpha-Wand. Was soll ich denn sagen? Das wäre jetzt ein bisschen dämlich, weil da sind wir ja vorhin auch rüber. Reden kann ich heute, wie gesagt, nicht. Okay. Da ist irgendwo noch die Kiste. Ja. Ach so. Bitte nicht drüber wegfliegen. Au. Okay, das lief nicht so gut. Okay. Hier liegt's nicht, ne? Doch, da liegt's. Deswegen auch die Leiter. Da sag ich doch. Da ist Zeug drin, ne? Mehr nicht. Hier war doch auch eben noch ein Kreis, ne? Egal. Dann wollen wir mal aufbrechen. Ja gut. Na, ich meine, so ein paar Umwege sollte ja nicht so verkehrt sein. Fuck.
Ich erkenne dich wieder. Noch so ein blödes Huhn. Hieß ja, dass sie hier rumlaufen. Warte. Bist aber nicht tot, ne? Nein. Ach, das bist du. Ich habe gerade gedacht, da ist noch irgendwie so ein Huhn. Also so ein Hahn. Was? Achso. Wir haben uns nur verteidigt. Gegen die Hähne. Aber anscheinend ist er ja vor den Hähnen abgehauen. Oh, sorry. Sorry, Boomer. Es tut mir echt leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Okay, auf zum nächsten Punkt. Nö. Stimmt, die laufen ja jetzt überall auf der ganzen Map rum. Diese blöden Hähne. Als, ja, keine Ahnung. Pseudo-Experiment. Na, damit man noch mehr nervige Tiere hat, die einen angreifen. Moment. Oben. Achso, okay, warte. Da kommen wir, glaube ich, runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier runterkomme. Es hätte bestimmt... Ja, es hätte bestimmt einen anderen, besseren Weg... Ja, sorry. Es hätte bestimmt einen anderen, besseren Weg gegeben, aber... Gut, wenn wir schon mal hier sind. Ach, da unten. Klar. Nein, nicht... Au! Toll. Bitte wieder richten. Ja. Dankeschön. Ach. Hätte ich mal früher sehen sollen. Ja. Ich sehe schon. Ein bisschen höher können wir noch. So, einmal vor. Einmal zurück. Dann nochmal vor und lösen. Ja. Dann einmal die Machete. Und was kriegen wir? Ein bisschen Stoff. Ich wollte gerade Scheißpulver sagen, aber der hat den Schal. Also kein Scheißpulver. Eieiei. Ja, jetzt kommen wir so langsam hier hoch. Dankeschön. Okay, da waren noch mehr. Genau, dieser Eisbecher hier. Oh, ich wollte eigentlich nicht crouchen. Okay. Boomer? Du bist echt aggressiv. Die sind sonst nie abgehauen. Ach, warte mal. Er sitzt auf dem Beifahrer! Er sitzt auf dem Beifahrer! Jetzt kann ich natürlich nicht aufstehen. Boomer sitzt auf dem Beifahrer. Ich bin entzückt. Okay, wie komme ich da am besten ran? Ohne, dass wir wieder aufstehen müssen. Nee, hol mal ein anderes Mal. Komm. Wir nehmen mal die. Warte mal, welchen Weg gehe ich? Einfach hier geradeaus, ne? Einfach mal hier dem Trampelpfad folgen. Ich bin gerade zu entzückt. Moin! Ja, Boomer. Machst du fein so. Vollkommen in Ordnung. Also mit Boomer müssen wir definitiv immer das fahren, ne? Weil, guckt euch das an. Das ist einfach zu genial. Ja? Finde ich super. So, jetzt müssen wir aber absteigen. Boomer! Passt aber auf! Oh. Okay, wir haben gut geparkt. Nee, ist gut geparkt. Solltest du nochmal üben. Das mit dem Einparken. Ich war eigentlich der Meinung, ich bin auf die Bremse getreten, aber... Gut. Passiert dem Besten, ne? Okay, Kletterhaken. Danke. Warum hast du dich nicht festgehalten?
Was war dein Problem? Oder kann ich hier hoch? Nee. Okay, ein bisschen so. Da kannst du dich festhalten. Und nicht hochziehen. Ah, doch. Geht doch. Meine Güte. Erstmal X-Spam oder wie? Was kriegen wir? Ein Helm. Hier geht's doch bestimmt zum nächsten, ne? Nee, doch nicht. Komplett andere Richtung. Ach, da. So. Ja. Brech dir doch nochmal die Knochen. Wie gesagt, es ist tierisch nützlich, wenn du das tust. Was? Ey, hör auf damit. Könntest du deine Waffe ziehen? Meine Güte. Wie sie auch gar nichts tut, ne? Ja. So. Hä? Wo bleibt Boomer? Boomer? Wo bleibt Boomer? Boomer? Ach ja, okay. Das ist fein. Ja, feiner Hund. Wird zwar eine kurze Tour, aber... Okay. Da hat mal wieder jemand was in die Luft gejagt. Bisschen abbremsen. Ja, die Kurve sollte ich doch mitnehmen. So. So. Das bleibt jetzt aber hier stehen. Oh, nein, bleibt's nicht. Ach, wie süß der da drin sitzt, ne? Okay. Tiere stehen immer im Weg. 2.0. Das soll jetzt hier oben sein. Irgendwo. Ach ja, okay. Sehe ich? Nehme ich mit. Was ist es? Ach. Okay. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, sondern nur auf Boomer. Ist natürlich super, wenn man das erfahren möchte. Was man denn so mitnimmt, ne? Ach, das sind wahrscheinlich dann hier die Handschuhe, ne? Ah ja. Würde auch passen, weil wir eben auch den Helm dazu bekommen haben. Den nicht. Den auch nicht. Da. Okay. Karte. Gut, dann auf hierhin. Sorry. Muss sein. Genau. Geparkt haben wir hier auch irgendwo. Ach, hier ist nochmal so eine Werkbank. Ich habe hier doch irgendwo geparkt. Ach, da vorne. Ach, hier. Perspektivenwechsel, ne? Boomer! Boomer? Komm hier! Geht doch. Warte, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Wenn wir jetzt hier den Weg gerade ausnehmen, sollten wir irgendwann auf die Straße kommen. Also hier einmal den Weg hoch. Ja, Weg, Trampelfahrt. Ihr wisst, was ich meine. Fahren wir nämlich direkt darauf zu. Brauche nicht irgendwie außenrum oder irgendwie einen neuen Weg suchen. Das sollte doch, ne? So super laufen. Ich wollte was anderes sagen, aber irgendwie ist mir das gerade entfallen. Okay, warte. Rechts rum. Oh, ja. Viel Spaß. Bei was auch immer. Scheiße! Ja. Moin, Leute. Was habt ihr denn? Ich benutze halt die Trampelpfade auch nicht nur zu Pferd oder zu Fuß, sondern auch mit Motorrad.
Habt ihr was dagegen, dann klärt das unter euch. Ich hab da keinen Bock drauf. So. Ja, gegen uns wird sich sowieso niemand auflehnen. Ja, ne, Boomer? Dafür sorgst du schon. Okay, dann sind wir auch gleich da. Ah, okay. Das erklärt einiges. Was? Wie jetzt? Wovon hast du zwei? Er sagte, sie wären für seine Nichten und Neffen. Ah, ein Segen. Ah ja. Ach so, die telefoniert. Vielleicht doch. Ach da. Auf China kommt heutzutage jeder mögliche Schall. Ja, ja, das stimmt wohl. China ist da sehr weit vorne. Okay, Boomer, jetzt können wir da hoch. Irgendwie. Zurück. Nee, brauchen wir gar nicht, ne? Brauchen nicht zurück zur Straße. Entschuldigung. Entschuldigung. Geht's hier schon rein? Nein, die nächste. Ja, wir haben eine gewisse Zerstörungswut. Aber das kann man uns ja auch nicht verdenken, ne? Also, ansonsten sollen wir immer alles zerstören, dann wieder nicht. Ist halt schwierig zu unterscheiden. Erst recht, wenn es aus Versehen ist. Okay, da oben soll es sein. Danny! Ja? Alles gut bei dir? Nö. Si. Bin beim Turm am Café Tassa. Warum? Du klingst gestresst. Ja, irgendwie schon, ne? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Aha. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Tja. Kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Ja. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Ja. Okay. Bichos Graffiti. Tja. Ich glaube, du kannst auf deine Eier selber aufpassen. Und wenn nicht, dann bin ich die Letzte, die darauf aufpassen sollte. Glaub mir. Komm, kletter mal. Eieiei. Ja. Ich hasse es jetzt schon, ne? Müssen wir wirklich hier hoch? Bitte nicht so weit springen. Das Steuerelement muss ganz oben auf dem Turm sein. Ah, natürlich. Ich habe mich bei den letzten Malen schon gefreut, dass es nicht der Fall war. Aber natürlich müssen wir jetzt... Ja, warte mal, hier ist eine Kiste. Ich will nicht nochmal hier hochklettern müssen. Ja, wir müssen warten, bis das weg ist. Dann kriegen wir eventuell mal das... Kletter? Dings? Ja, okay, gut. Jetzt. Okay, doch. Ich wollte gerade sagen. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wo es lang geht. Okay. Interessant. Au. Ich glaube, hier ist ein Nest. Das wird das Signal verstärken. Wo ist der Scheißvogel? Bicho, Radio Libertad kann starten. Aha. Scheiß 2G-Verbindung. Ja. Die Störsender an der Gipfelstation Taino platt und die großen Schlüssel, die unsere Signale blockieren. Sie bringen die Verbindung auf den Turm und bitte, dass wir ein Überladungsfeuerwerk sehen. Dani? Dani? Bist du da? Nein. Kannst du mich hören? Bicho? Hallo? Eben hat er noch gesagt, da sind irgendwelche Störeinheiten. Ja, dass wir überhaupt vorher telefonieren konnten, ist ein Rätsel. Aber naja, Dramaturgie, ne? Steig auf. Ich bin hier nur. Ich mach doch nichts. Außer vielleicht ein bisschen Tumult. Aber ansonsten, wir machen nur eine Spritztour. Radio Libertad nie von gehört. Ich höre kein Radio. Nee, kenne ich nicht.
Ist mir unbekannt. Wir machen heute nur eine Spritztour. Ich habe nicht mal ein Radio. Siehst du? Hier kein Radio. Wer braucht heutzutage schon Musik? Ja. Was ich hier zu tun habe, nichts. Gar nichts. So, dann wollen wir mal. Natürlich nichts Böses tun. Ne? Wir sind brave Bürger. Wir halten uns sogar ans Tempolimit. Und fahren hinter anderen her. Ne? Schießen die auf uns? Ich habe das Gefühl, die schießen auf uns. Okay. Nicht sehr nett. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur ein paar Schalter gedrückt. Wer würde das nicht tun? Wer würde keine Schalter drücken? Ach, da vorne. Hätte ich mal vor der Brücke, ne? Ja, ja. Mal ein bisschen hier verwirren. Ich hoffe, das Verwirren hilft. Okay, warte. Hier lang. Wenn man selber nicht genau sicher ist, wo man lang will, dann weiß es der Feind auch nicht. Ach, warte mal. Au. Ach, da. Verschlossen. Verdammt. Ach, warte mal. Ich habe da so einen Schlüssel, der passt immer. Warum auch immer das Schloss innenliegend war, aber... Naja. Nicht sehr sinnvoll. Ach, man kommt auch von der anderen Seite hier rein, oder wie? Na okay, dann... ergibt das doch mehr Sinn, als ich dachte. Wenn man natürlich auch hier irgendwie so... rein kann. Gut, das müssen wir jetzt nicht machen. Glaube ich. Kann er nicht mal... Okay, wir nehmen doch den Weg. Wenn es denn ein Weg ist. Hier liegt eine Leiche. Oder soll es da oben lang gehen? Man kann da oben reinspringen. Oder hätte da oben reinspringen können. Und dann so rein und dann so hui und dann, ja, okay. Ja, ja. Bitte die Pistole wegstecken. Ja, der ist immer noch da. Aber hoffentlich nicht mehr lange. Okay, ich gehe nochmal rein. Falls der... Rundflug macht. Oder auch nicht. Ist er weg? Ich höre nicht mehr. Ach, da vorne. Ich glaube, das ist er. Ach, okay. Sprengpatron. Ja gut, ich glaube nicht, dass er uns hier noch sehen wird. Wir verwenden mal die Seilrutsche. Ja, er haut schon ab. Was ist denn hier los? Ist ja mal was Neues. Ich spring mal, ne? Au. Lesen. Strom für Menschen heißt Macht für Menschen. Strom für Menschen heißt Macht für Menschen. Das Versprechen des Kraftwerks an der Grafinka bestand darin, da, ganz Noventarmas, wenn nicht ganz, wenn nicht sogar ganz Jahre eine sichere Stromversorgung zu garantieren.
Die Stromausfälle und die Strompreise sind klare Belege dafür, dass dieses Versprechen gebrochen wurde. Die entwurzelten Menschen und das versunkene Dorf auf der anderen Seite des Tals sind bittere Realität. Das Castillo-Regime hat kein Interesse daran, sich mit den Folgen des Staudamms für die Umwelt auseinanderzusetzen. Ganz zu schweigen von den Jaranern, die einfach nicht wahr genug waren, um ihre Heimat behalten zu dürfen. Denk daran, dass nicht alle Guerilleros mit der Waffe in der Hand gegen die FND kämpfen. Viele werden ihre Mitmenschen über die Gräueltaten unseres sogenannten Präsidenten aufklären. Sagt es eurer Familie, euren Freunden, euren Nachbarn. Der Staudamm ist eine Lüge. Bleib stark, Libertad, und bleib auf der Seite der Gerechtigkeit. Ah ja, okay. Hier haben wir auch noch was, was wir mitnehmen können. Ja. Yeah. Naja, sie ist schon irgendwie sympathisch. Sag mal, was können wir hier eigentlich machen? Ich glaube, ich wollte schon ein paar Mal hier wieder was machen, aber irgendwie... Ja, habe ich dann wieder doch nichts gemacht. Genau, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte mir das beste Scharfschützengewehr raussuchen. Okay, das ist nicht so gut. Das könnte es sein. Nee, ich glaube, das ist es, ne? Okay. Hier. Nee, doch nicht. Nee, das ist nur Talisman. Einmal die Talismane durchgehen. Was ist das denn? Okay. Sieht cool aus. Genau, da haben wir Chorizo und unser Krokodil. Haben wir auch irgendwo Boomer? Wäre zumindest cool. Achso, ja. Aha. Ich gucke gerade. Aber sieht nicht so aus, ne? Also zumindest haben wir es noch nicht. Okay, dann packen wir mal wieder hier. Chorizo ran. Achso, ja, gut. Ist jetzt nicht so wichtig. Ah. Ah. Da ist es. Komm, wenn es nicht gesehen wird, dann machen wir mal mit Pointer. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wo. Wo ich immer drauf verzichtet habe, weil die Gegner die Pointer gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Spiel kann Wolfenstein gewesen sein. Weil so viele Shooter habe ich ja jetzt noch nicht Let's Played. Ne, aber irgendwo war das. Okay. Ach, oder soll ich das hier nehmen? Natürlich super, ne? Scharfschützenvisier. Achtmal Visier. 5. Warte, 6 zu 10. Das haben wir hier 6 zu 10. Gut, dann nehmen wir das hier, ne? 6 zu 10 klingt gut. Klassischer Schalldämpfer. Kommt ran. Keine Standard, sondern... Ich nehme mal die Panzerbrechende, ne? Ja, es ist doch ganz gut. So. Dann noch eine Mod. Okay. Okay. Ja, nee, das nicht. Obwohl, das wäre auch cool. Das haben wir ja auch bei dem anderen Modell. Bei der anderen Waffe, meine ich. Ja, nee. Ach, das wäre cool. Nachladegeschwindigkeit. Das habe ich gesucht. Ich schieße ja nicht so oft hintereinander. Magazingröße wäre halt auch super.
Aber wir kommen bis jetzt eigentlich immer ganz gut damit klar, ne? Wie viel haben wir denn? Magazin 5. Und das wäre dann auf 6. Das ist Geschwindigkeit. Das ist Schaden. Ziehen und wegstecken. Nee, das ist... Also entweder das hier oder das hier wären cool, ne? Oder das hier. Eieiei. Wohl, nee, das nicht. Das hier und das hier wären cool. Also das hier ist nur, wenn wir uns selber bewegen, ne? Weil ich benutze ja das Scharfschützengewehr nicht, wenn ich mich bewege, sondern wenn ich irgendwo sitze und scharfschützentechnisch schieße, ne? Ich glaube, das reicht. Wenn wir schon Schalldämpfer drauf haben, ne? Das ist die, die wir momentan ganz oft benutzen. Und die ist schon... Die ist schon... Also ist ja auch eine einzigartige, sorry. Hier können wir was machen. Optikfeld. Komm. Das nehmen wir. Standardpfeile behalten wir, glaube ich, drin. Oder? Präzisionspfeile. Okay. Doch, die Präzisionspfeile. Die nehmen wir. Was haben wir hier noch? Ja, wie gesagt. Geschwindigkeit von Ziehen und Wegstecken. Das können wir nicht machen, ne? Materialfeld. Ach so. Okay, dafür müssen wir sparen. Ich glaube, das hier. Das hier ist ganz cool. Warte mal, haben wir dadurch jetzt einen... Ach, wir hatten generell 3. Okay. Okay, warte mal. Was machen wir dann noch mit rein? Ja, komm, hier. Überlegene Position. Ne? Genau, wenn wir auf Gegner schießen, die unter uns sind. Und beim nächsten Mal nehmen wir das hier noch mit rein. Ich bin viel zu wenig an der Werkbank, merke ich gerade. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Ich glaube, der Part ist beendet. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye.